Hallo ihr Lieben, hier bin ich jetzt mal wieder, die Susanne von Bollenhutart. Hab euch ja schon vermisst, jetzt hat es ein paar Tage gedauert, bis ich jetzt mal wieder dazugekommen bin, ein neues Video zu machen, aber das hat nämlich einen Grund. Weil ich habe in meinem Zimmerle einiges aufgeräumt, umgeräumt, ich habe ja einige Sachen gekauft mittlerweile und ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich Platz gehabt dafür. Es ist aus alle Nähte geplatzt. Und ihr seht ja da im Hintergrund, da sieht es alles noch relativ oder sieht alles noch gleich aus. Die Veränderung ist da. Da, wo ich euch eigentlich nie hingucken lasse, weil da steht so ein, seit Jahren so ein, wie heißen die Regale von Ikea? Ihr wisst die mit den viereckigen Kästle, Expedit oder so hieß es, glaube ich, früher, heute heißt es anders. So ein Regal hatte ich da stehen, nur war das schon immer voll. Also, das war schon voll, bevor ich Jump Journal gemacht habe, so. Und da ich ja nie Zeit habe, blieb das natürlich voll. Und jetzt habe ich so viel Sache gekauft, jetzt hat der Platz her müssen. Also hat Susannchen am Wochenende mal keinen Film gedreht, sondern das Regal ausgemistet und oh, Katastrophe, ich weiß nicht. Also ich mache sowas manchmal gern, aber manchmal denke ich ja, es gibt tollere Sachen, die man machen kann. Aber wenn es halt mal nötig ist, dann ist es nötig. Dann muss man halt ein Auge zu und durch. So. Habe ich gemacht. Aber bevor ich euch das jetzt zeige, ist was ganz Wichtiges passiert. Ihr wisst ja, ich liebe eure Kommentare über alles und ich lese auch immer mal wieder welche vor. Und wir lernen auch über die Kommentare, haben wir auch schon festgestellt, weil ihr wisst ja, ich bin ja trotz allem, auch wenn es manche sagen, ich wäre kein Anfänger mehr, ich mache es ja trotzdem erst seit Februar und ich mache Fehler und das wissen wir. Ich nehme euch ja immer mit bei meinen Fehlern. Und da kam jetzt ein ganz wichtiger, toller Kommentar. Und den lese ich euch jetzt gerade mal vor, und zwar von der Claudia. Das dürfen wir nämlich ja nicht vergessen, das Allerwichtigste heute an dem Video. Die Claudia hat geschrieben, sie nennt sich CN. Hallo liebe Susanne, ich habe es wieder aufgeschrieben. Deine Junk Journals sind ganz toll. Ich habe jetzt mal ganz genau hingeguckt. Das finde ich schön, ja. Wenn du den, jetzt kommt das Wort, Dreiloch-Pamplettstich nutzt, solltest du je einen der losen Fäden seitlich vom Mittelfaden haben und dann den Knoten machen. Sonst kann es dir passieren, dass sich der Faden mit dem Knoten durch das Papier frisst. Liebe Grüße, Claudia. So. Ich habe es dreimal lesen müssen, bis ich es kapiert habe. Das ist nämlich, ich habe das wirklich falsch gemacht. Und wenn ihr das auch so gemacht hättet, wie ich das euch gezeigt habe, dann habt ihr es auch alle falsch gemacht. Ich erkläre es jetzt mal. Ich habe sogar jetzt gelassen. Ihr wisst, das ist das Junk Journal. Jetzt habe ich wieder falsch geguckt. Ist wurscht. So, was die Claudia uns jetzt da erklärt hat, findet hier innen statt. Das sehen wir. Da ist dieser Faden. Also der komplett rüber geht. Und den müssen wir mit den zwei kleinen Fäden festknoten. Also einer von den kleinen Fäden ist dann rechts und einer links. Und jetzt sehen wir, ich kann den da noch bewegen. Der darf nicht lose sein, sonst kann uns der Knoten, den wir da gemacht haben, anscheinend einfach nach innen verschwinden. Das wollen wir nicht. Darum werden wir das dann unbedingt reparieren. Ich mache das nachher mit Kamera, dann können wir zugucken und bitte macht es dann auch. So, jetzt machen wir die Geschichte erstmal richtig. Ihr seht, das ist dieser Faden und der darf hier nicht so alleine rum sich befinden. Und darum kommt jetzt einer von den zwei, den schieben wir einfach unten durch. Und jetzt machen wir einfach da nochmal Knoten drüber. Und jetzt kann uns unser Knoten einfach dann nicht mehr abhauen, weil jetzt würde dieser Faden... Moment, ich stelle mich gerade ein bisschen an, rede und Ding, so, so jetzt. Also der, wo von oben bis unten jetzt gegangen ist, den haben wir jetzt quasi benutzt, um diese zwei Fädele festzuhalten, dass die nicht uns da in das kleine Loch da drin verschwinden. So, das war wichtig. Jetzt gucken wir gerade noch, ob wir es in dem Journal auch falsch gemacht haben. Wahrscheinlich schon, weil auf das habe ich noch gar nie geachtet. Hatte ich wahrscheinlich jetzt wahnsinnig Glück.
mit meinen anderen Journals, dass das noch nicht passiert ist. So. Da mache ich, habe ich einen doppelten Stich gemacht. Ah, seht ihr? Bei einem ist, haben wir schon fisch gemacht. Wahrscheinlich reicht es dann. Aber wir können das trotzdem nochmal da richtig machen jetzt. Also ein Fädele nach rechts und nach links. Und dann einfach der Knoten drauf machen. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen da noch ein Stück Fade gelassen, dass ihr das noch nacharbeiten könnt jetzt. Ja. Na. So, genau. Dass uns da nichts passiert, das war jetzt wichtig. So, danke Claudia, dass du gut aufgepasst hast und dass du uns aufgeklärt hast. Finde ich ganz super. Und da ich jetzt dabei war, habe ich gleich nochmal 3 Kommentare ausgedruckt. Ich kann ja nicht, ihr wisst, ihr schreibt viele Kommentare, freue ich mich ganz toll drüber. Aber ich kann nicht alle vorlesen. Aber ich lese jetzt trotzdem noch 3 vor von dem letzten Video. Die Nadine Lehmann hat geschrieben. Liebe Susanne, wieder so ein spannendes und lehrreiches Video. Ich bin dir so dankbar, dass du mir als Anfänger den Mut machst und alles so geduldig erklärst. Du machst aus jeder Seite ein erstaunliches Kunstwerk. Ui. Und man sieht zu und denkt sich, wow, was die Liebe wieder zaubert. Ist das süß. Danke für deine Fehler. Das macht Mut, eigene zu machen. Ja, genau, so ist auch gedacht. Denn es ist ja so, dass man aus Fehlern die schönsten Ergebnisse zaubern kann. Weiter so bitte. Ja, liebe Nadine, das ist ein toller Kommentar. Und ja, ihr seid dabei, ihr wisst es, ich lasse meine Fehler drin extra. Und ja, ihr seht ja, am Schluss wird es ja trotzdem immer gut irgendwie. Also zumindest mal denke ich das. Also laut eure Kommentare gefällt es euch ja. Und um das geht es ja auch. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn irgendwas schief läuft oder wenn einfach mal an einem Tag, dass es einfach nicht so läuft, dann lege noch's mal weg, mache noch mal eine Pause oder über Nacht und dann gehen wir am nächsten Tag wieder dran und dann wird schon funktionieren. Nicht gleich aufgeben. So. Und die Angelina, verrückte Nudelhuhn, nennt sie sich, die hat geschrieben: Hallo Susanne, nun schreibe ich nach einer langen Zeit auch mal und ich danke dir für die tollen Videos. Die sind echt mega klasse, wie du mit Ruhe und Engelsgeduld alles erklärst. Ist sehr schön. Ich hatte noch nie ein Junk Journal gebastelt, weil ich nicht wusste, wie sowas gemacht wird. Und dank dir habe ich Spaß daran gefunden, hast mich angesteckt. Bleib wie du bist, so lieb und nett und sympathisch, deine Angelina. Ja, hab ich vor, Angelina. Danke für den Kommentar und ja, ich erkläre euch alles, darum sind meine Videos halt auch ein bisschen leider länger, aber viele von euch haben die Geduld, ich sehe das nämlich, da kann man so Videoanalyse machen und also meine Videos wäre wirklich, viele von euch schaffen es bis zum Schluss, das finde ich richtig toll, freut mich mega, ja. Und Rosita natürlich aus Berlin, hallo Rosita, die hat auch wieder geschrieben, also Rosita schreibt mir unter jedes Video mehrfach. Wunderschön mit dem Gebamsel. Lass bitte die Missgeschicke im Video. Das macht dich authentisch. So ist es halt im Leben. Mal klappt es, mal nicht. Da hast recht, Rosita. Das ist auch meine Devise. Alles Gute, liebe Susanne. Du bist der Quell all unserer Vorhaben. Und da schreibt sie, wow, habe ich das wieder gut formuliert. Sei ganz lieb von Rosita gegrüßt. Die ist doch süß. Ja, vielen Dank. Also, herrlich. Ich liebe eure Kommentare über alles. So, und jetzt müssen wir loslegen, weil sonst wird schon wieder viel zu lang. Also, ich habe aufgeräumt. Ich habe ausgemistet. Mein lieber Schieber. Also, da kommen Sachen zum Vorschein. Man will es nicht wissen. Jetzt zeige ich euch mal, wie es jetzt aussieht. Ich habe kein Vorherbild gemacht, weil das wäre mir ehrlich gesagt zu peinlich gewesen. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Regale, wo man halt immer alles reinstopft. Die haben ja manchmal wie kein Ende, aber irgendwann ist halt doch das Ende erreicht. Also bei mir war es ja voll. So, jetzt zeige ich euch mal, wie es jetzt aussieht. Moment.
So, dann fangen wir mal an. Moment, ich gehe mal ein bisschen darüber. Da unten sind noch Bücher. Also so ganz alle Bücher konnte ich halt nicht wegschaffen. Hier ist so ein Körble drin, wir sehen Küchenrolle und so Zeug, leere Gläser, wenn ich Wasser brauche. Hier haben wir Serviette. In diesem Bastkörbchen, da habe ich Stifte, quasi Ersatzstifte. In diesem große schwarze, das sind Bastelleim, Mod Podge, solche Sachen drin. Hier habe ich noch einen Rest von so kleine Blöcke. Da sind meine Clear Stamps drin. Das Körbel da ist von Action. Da habe ich Acrylfarbe, Gouachefarbe, solche Sachen drin. So eine Etage höher. Hier sind diese ganze Blöcke von Action, von Kick, von Teddy. Das sind meine gesammelten Schätzchen, die alten Bücher, die ich auf eBay kaufe. Das ist mein Moodboard, wo ich da gemacht habe von dem Einkauf von dem Action Hall. Ja, jetzt noch eins höher. Da sind meine ganzen Schätzchen drin, diese ganze Flow-Zeitschriften und Daphne's Diary, wo ich über eBay gebraucht gekauft habe. Das, die kennen dann im Normalfall, wenn er meine Videos geguckt hat. Das sind dann meine Junk Journals. Und hier, das sind einfach so Zeichenbücher und so Sachen. So, diese Fächer habe ich jetzt am Wochenende ausgeräumt und frisch eingeräumt. So habt ihr es gesehen. Jetzt kann ich wieder mit leben und jetzt gefällt mir das richtig gut. Wirklich. Also, ja, man kann da einfach, also ich habe wirklich lang gebraucht. Also ich habe wirklich das komplette Wochenende war ich dran. Ich bin da auf meinem Stuhl gesessen und habe ich das Chaos darüber angeguckt und habe gedacht, oh, räumst du es lieber da oben ein, räumst du es lieber da unten ein. Nee, das ist so ungeschickt. Machen wir das von da unten hoch. Also ich glaube, 5-mal rechnet, wo ich es nochmal und nochmal und nochmal umgeräumt habe. Da bin ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen muss. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen kompliziert. Aber am Schluss muss es einfach mir gefallen. Das ist ja mein Zimmer hier und das muss mir dann gefallen und dann muss ich mich mit wohlfühlen. Das wird natürlich nicht so bleiben. Also ich sage, das Ding lebt. Also das lebt mit mir und das lebt mit meinen Junk Journals. Und das Regal wird immer halbe Jahr oder so, ist wahrscheinlich wieder fällig, dass ich das wieder frisch sortiere. Aber im Moment sieht es gut aus, finde ich. Ja, und dann habe ich dann noch ein Helferlein und es lässt sich bewegen. Und das ist für mich im Moment, weil einfach, wenn ich hier arbeite und hier am Schreibtisch sitze, brauche ich einfach die Sache in direkter Nähe. Da will ich jetzt nicht immer aufstehen und ans Regal laufen. Also das ist mir zu anstrengend. Außerdem quietscht da mein Stuhl so arg, dann sind auch immer gestört. Das machen wir nicht. Und darum habe ich da was Tolles und das zeige ich euch jetzt. So, und jetzt zeige ich euch noch was. Ich habe nämlich da noch so ein kleines Wägele. Pass mal auf, ich setze mich mal. Jetzt quietscht gleich der Stuhl. Hui. So. Also das ist so ein Wägele. Das ist ganz geschickt. Das hat Rolle. Das kann man so ganz leicht hin und her fahren. Habe ich bei Amazon bestellt. Und das stelle ich mir immer jetzt neben dran, neben meinen Schreibtisch. Mein Schreibtisch zeige ich euch jetzt dann auch noch. So. Da war mal Schmuck drin. Das ist in lauter solche Fächer unterteilt und da habe ich jetzt lauter solche Aufkleber und so, was ich gesammelt habe. Das sind die Aufkleber von Action und so, die habe ich jetzt einfach da rein sortiert. Und so kann ich dann, das kann ich mit auf meinen Schreibtisch nehmen und mir dann entsprechend was aussuchen. Und da sind jetzt so die ganze Sache, die ich immer so brauche. Ich habe ja da so ein Werkzeugköfferle gehabt, aber das war mir ein bisschen zu schwer. Jetzt habe ich da diese Dose beklebt mit Dekopapier und habe da so jetzt alles drin, was man so tagtäglich braucht. Dahinter die Wasserspritzpistole von meiner Omas Nähkästle da noch. Allerdings nehme ich das Ärmel und da lege ich euch mit dem Handy manchmal drauf, wenn ich so nach vorne filme. Dann sitze ich ja immer auf diesem blauen Kästle da drauf. Dahinter, da sind lauter Bleistifte drin. Und da noch mit Pinsel und mein Lineal. Und jetzt Achtung, jetzt geht es da unten weiter. Das Ding hat nämlich einen Boden. Und da hatte ich, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich jeder irgendwo daheim. Das ist, glaube ich, vom Ikea gewesen.
so ein Ding, wo man so rausziehen kann, also so eigentlich für Dokumente. Da habe ich jetzt einfach meine Aquarellblöcke reingelegt, weil die sollte eigentlich eher liegen, dass die nicht krumm und schief wäre. Und im nächsten habe ich jetzt einfach mal einiges an Washi-Tape, was ich nicht so jeden Tag benutze, aber es ist jetzt greifbar in meiner Nähe. Klar, wenn man es ganz rauszieht, dann liegt es am Boden, dann haben wir keinen Spaß, aber ich weiß das ja. Ich kann mir die Schublade komplett rausnehmen, die ist nicht so schwer. Oder auch nur so ein Stück. So, und hier, da habe ich meine Mementos, also die Dinger. Ja, das ist das. Da habe ich ein Körbchen. Da habe ich jetzt dahinter drin einiges an so Schablonen, was ich öfters nehme. Das nehme ich mir dann auf den Schreibtisch, wenn ich da was machen möchte. Und ganz unten drunter, seht ihr, das sind halt Acrylfarbe, Pinsel, weil ich male ja Acrylbilder und so. Da habe ich das ganze Zeug jetzt untergebracht. So. Also ich finde den Tisch super. Der ist richtig genial. Der steht jetzt da, der wartet schon drauf, dass ich ihn wieder hin und her schiebe. Und wenn ich hier loslege, also es hat sich echt bewährt. Ich habe gestern Abend schon wieder was gebastelt. Und perfekt, also das ist jetzt richtig, richtig gut. Also das, was ich davor hatte, das Werkzeugköfferle, das war auch gut. Aber jetzt ist es mir übersichtlicher und dieses, ja, Werkzeugköfferle, das war mir auch ein bisschen schwer und zwar so ein bisschen arg beengt. Also jetzt finde ich das viel besser und ja, freue mich. Also wenn ihr so einen Rolltisch euch kaufen wollt, dann ja, darf ich sagen, ja, ist ja wurscht. Gibt es bei Amazon, gäbe einen Rolltisch ein, da gibt es verschiedene, da gibt es den mit Sicherheit auch noch und er rollt super. Mein Sohn hat ihn zusammengebaut. Ohne Anleitung war eine dabei, aber wie Männer halt so sind. Anleitung wird erst ins Eck geschmissen und dann fängt er da an zu bauen und hinterher, also bis jetzt schon noch nicht zusammengefallen. Also der Tisch ist einwandfrei, stabil, kannst was reinpacken und ja, super Sache. Ist eigentlich gedacht für, ich glaube, für Küche und so, um so seitlich in der Küche irgendwelche Töpfe und sonst was aufzubewahren. Schon wurscht. Ich benutze es halt jetzt in meinem Bastelzimmer. Das war der Rolltisch. Ja, und dann zeige ich euch jetzt meinen Schreibtisch. Das ist ja immer für viele interessant. Wie sieht es bei anderen Leuten auf dem Schreibtisch aus? Ich zeige euch natürlich den aufgeräumten Zustand jetzt, bevor es losgeht. Aber ich habe jetzt mehr Platz. Und das war mir einfach wichtig, weil wenn ich hier in Action bin, ihr glaubt es nicht, ich brauche da manchmal, bis ich wieder alles aufgeräumt habe, also eine halbe, dreiviertel Stunde schon, gell? Aber einfach auch, weil ich dann alles so übereinander stapeln musste, weil ich gar nicht so viel Platz gehabt habe. Jetzt habe ich nicht extrem viel mehr Platz, weil der Schreibtisch ist ja nach wie vor, hat ja die gleiche Größe. Aber ich habe mir jetzt ein bisschen, ich zeige es euch am besten. Moment. Ich habe nämlich am Schreibtisch einfach ein bisschen mehr Platz wollen. Das Papier kennen wir, das ist von meinem Happy Mail von der Marina. Und das habe ich mir jetzt einfach da drauf geklebt, dass meine Schreibtischplatte wieder ein bisschen geschützt ist. Und da kann ich dann wieder loslegen. So, hier hinten, das ist auch bekannt, da ist das Körble mit meine ganze, ich zeige es euch. Hoppala. Ja, meine ganze Papierle sind da drin. Das da habe ich gemacht. Oh, das war jetzt überhaupt nicht schlau, was ich jetzt gemacht habe. Oh je, je, Moment. Ich wollte es euch zeigen. Jetzt ist Trick verreckt. Ich habe das nämlich da drauf gehabt. So, weil das Ding hat unten einen Fehler. Das ist gebogen, das goldene Regal. Das goldene Tablett. Und jetzt ist das quasi, das sitzt jetzt nur auf einer Stelle auf und dadurch kann ich hier mein tolles Türmchen drehen. Und jetzt haben wir es eigentlich schon gesehen. Das ist so eine Etagere oder wie das Ding heißt. Das habe ich schon ewig gehabt, nie benutzt. Jetzt habe ich da unten einfach mein Washi-Tape rein. Hier oben, diese Dinger da, die kennen wir. In einer habe ich Musterklammern drin, im anderen, weiß jetzt gar nicht. Müsste jetzt neu gucken. Ja, so kleine Sache halt.
Da oben sind auch die ganz kleinen Musterglämmerle da. Die da. Dann habe ich hier hinten meinen ganzen Faden auf so auf eine Schnur gemacht und da oben mit so einer Klammer befestigt. Und jetzt kann ich mir da, je nachdem, was ich für einen Faden möchte, kann ich mir den da runternehmen. Und die kleine dünne Washi-Tape, die habe ich mir auf so eine Schnur gemacht und auch da oben hingehängt. Muss man allerdings aufpassen, ist besser, man hängt es an die obere Klammer, die untere können nachlassen. Ja, und es sitzt jetzt hier rechts von mir. Und so habe ich nämlich jetzt mehr Platz. Wenn ich hier schaffe, ist jetzt einfach die Fläche hier größer. Das war mir ganz wichtig. So, da hat sich eigentlich nichts verändert. Da sind meine Stifte drin, das kennen wir. Und das sind so die das ist so ein altes Buch. Da hole ich mir gern Seide raus, das kennen wir schon. Und diese Schränkle, da habe ich euch auch mal gezeigt, das habe ich doch, hat mein Mann doch gefunden bei eBay Kleinanzeige. Warte mal, jetzt blendet das ein bisschen. Jetzt müssen wir mal gucken mit dem Licht. Naja, ich muss jetzt ein bisschen gegen das Licht schaffen. Ja, also da habe ich, da ist mein Papier drin, was ich selber gefärbt habe. Das Ding ist 100 Jahre alt, das hat im Badebad mal gestanden. Dahinter ist noch in der ein kleiner Zettel drin, ihr wäre es jetzt nicht sehr, da steht Café Seelach in Lichtenthal, den hat es mal gehört. Da Handy, das, der Zettel ist von 1959, hat da jemand was draufgeschrieben und ich denke, das Handy schon viel länger gehabt. Naja, da habe ich jetzt eben, habe das so Körble gemacht, das sind, da bewahre ich halt einfach so Sachen auf, das sind diese, Karte, die ich da gemacht habe und ich habe jetzt nicht gewusst, wohin damit und bis ich die mal bearbeite, habe ich die jetzt da rein gemacht. Das ist das Schatzkästle da von der Sarah und ich habe dann noch eins eben mit meiner Sache, da liegt noch meine Brille, auch so kleines, so kleines Dingeldangelzeug, was man hinmachen kann, kann ich mir das da rausnehmen, habe es direkt am Schreibtisch. Da habe ich zwei so Stehsammler. Quasi, das kann ich immer austauschen. Also wenn ich drüber am Regal gehe ich da immer mal her und mache hier neue Sachen rein. Das habe ich mir jetzt heute neu bestückt, neue Zeitschriften und so reingemacht. Und wenn ich mit denen eine Weile geschafft habe, dann tausche ich das einfach mal aus. Das sind immer alles Gleiches. Da habe ich noch so Körble, eben mit den Klebesachen, was man immer so braucht. Und das ist halt das Handwerkszeug, was wir halt immer in Gebrauch haben. Das kennen wir ja. So, jetzt machen wir einen Schwenk nach rechts. So. So sieht es jetzt aus auf meinem Schreibtisch. Also, ich finde es toll. Ich finde es, also wenn ich da hingucke, also richtig genial. Und mein Türmle da, das ist auch richtig. Also, das habe ich eben gestern Abend, habe ich dann was gebastelt mit und ich habe alles getestet. Es steht alles an der richtigen Stelle. Ich bin im Moment zufrieden. Aber ihr kennt mich ja schon, ich habe es ja schon mal erzählt. Können sich mal halbe Jahr dann wieder ändern. Dann gibt es halt wieder so ein Organisationsvideo. Das ist bei mir halt manchmal so. So, und auf dem Schreibtisch, da war ja mal so eine Weinkiste. So eine alte, wo mein Mann mir da gebracht hat. Die habe ich natürlich auch noch, weil die war ja auch in Benutzung. Und da war ja immer was drin. Zeige ich euch jetzt, wo die gelandet ist. Weil ich hatte ja hier auf dem Schreibtisch so eine Weinkiste stehen. Die habe ich jetzt hier drauf gemacht. Jetzt gucken wir mal nach oben. Da habe ich jetzt die Stifte, die ich immer benutze und die nehme ich mir jetzt einfach rüber. Oder hier das jetzt zum Beispiel. Achtung, das ist das Körble mit den Bändern und solche Sachen, wo ich manchmal benutze. Und das kann dann da hoch und dann ist es mir aus dem Weg und ich habe nicht alles auf dem Schreibtisch. Da sind die Stoffe drin, wo ich da von der Christiane bekommen habe. Meine Brushes und meine Farbe. Und hier unter, das ist das berühmte Körbchen, hoppla, ist noch Gaugummi drin. Ja, da sammle ich ja die ganze Papiere und so, gell? Das kennen wir ja schon. Ja, da hat sich nicht viel gemacht. Da ist jetzt so ein bisschen noch so Sammelsurium dazugekommen. Da mein Drucker braucht neue Patronen, die muss ich noch neu machen. Und hier, das fühlt sich natürlich auch mittlerweile, gell? Das ist jetzt, das ist mein Schränkle. Das, wenn ihr schon mal ein Video von mir gesehen habt, da seht ihr, es hat sich ein bisschen was verändert, es ist ein bisschen wieder was dazugekommen. Da habe ich zum Beispiel eine Kiste gemacht. Das Ding, das ist, habe ich das gekauft bei Fischers, das Lagerhaus. Aber die Kiste hier jetzt zum Beispiel, da ist jetzt lauter Zeug drin.
Oh, jetzt ist das Lämpchen angegangen. Ich habe es nämlich mit Beleuchtung da drin. Da sind die ganzen Sachen drin von den Happy Mails. Und das will ich einfach ein bisschen separat halten. Und jetzt haben wir sogar mit Licht dahinter. Das ist nämlich so ein Lämple, das kann man aufladen mit LED. Das ist ganz geschickt. Und manchmal habe ich dann da Licht drin. Das geht mit Bewegungsmelder. Ja, so sieht's aus im Moment. Ich bin froh, ich habe jetzt alles aufgeräumt. Und ja, so. Und jetzt ist hier der Platz frei. So, habt ihr das gesehen? Steht jetzt hier. Und unten drunter das Papier. Das ist alles in meiner Nähe, wie ich das brauche. Und ja, also ich komme da jetzt gut mit klar. Und ich freue mich. So. Und jetzt, jetzt kommt noch das Spezialding mit diesem Video. Ja, also ich habe ja aus dem Regal da einiges rausmachen müssen. Ist ja klar, da war ja hauptsächlich war da Taschenbücher drin und solche Sachen. Und jetzt gehen wir gerade nochmal daneben und ich zeige euch was. Moment. Jetzt zeige ich euch auch für was. Moment, jetzt gehen wir gerade nochmal. Ups, jetzt wird es euch da gleich schlecht. Wenn wir jetzt mal daher gucken, fällt euch da was auf? Das ist mein Elderbook, mein erstes Junk Journal. Die zwei, die wir jetzt gemacht haben. Mein zweites Junk Journal. Und das da ist jetzt auch eins. Und das will ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber ja, ich lese gern mal so ein bisschen härtere Sachen. Auch wenn ich nicht so aussehe. Bei mir darf es ruhig ein bisschen blutig sein und sonst irgendwie was, weil sonst schlafe ich ein beim Lesen. So, und da habe ich ein Junk Journal draus gemacht. Und zwar aus einem ganz normalen Taschenbuch. Und dieses Junk Journal, das habe ich gemacht, weil ich ja ganz viele von solchen Büchern und auch andere Bücher möchte ich noch verkaufen. Und ja, das habe ich jetzt ein paar, habe ich jetzt bei eBay drinstehe, ein paar Bücher. Man kriegt da nichts dafür, ist klar, aber ich will es auch nicht im Müll schmeißen. Und auf Momox, entweder kaufe die es gar nicht an oder sie zahle 15 Cent. So, und dann habe ich gesagt, gut, jetzt probiere ich es einmal bei eBay. Und wenn es dann nicht klappt, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber alles, was bei eBay jetzt geht, also wenn es dann tatsächlich, wenn irgendein Buch ersteigert ist und so, ich bin halt jemand, der gern Apps aufschreibt. Ich werde mir das hier notieren. Darum habe ich dieses Büchle gemacht. Ich möchte hier dann reinschreiben, welches Buch ich verkauft habe, für wie viel es dann weggegangen ist, ob der Kunde bezahlt hat, ob ich es dann quasi das Etikett schon rausgedruckt habe. Weil der Mumu muss an so viel Sachen denken dann, wenn das mal, ich habe schon früher auf eBay verkauft und viele von euch machen das ja auch. Also mich hat es immer ein bisschen gestresst, wenn ich dann, also mir ist immer lieber, ich kann irgendwo einen Haken dahinter machen, wo ich dann sehe, ah, okay, der hat bezahlt. Wenn jetzt nächste Woche 15 Sachen dann fertig sind und ich muss dann die Übersicht behalten, wer hat bezahlt, wer hat nicht bezahlt, wem kann ich schicken und wem nicht, dann schreibe ich sowas gern auf. Klar, eBay sagt einem das ja auch alles. Aber trotzdem, das ist für mich nochmal so auch eine Erinnerung, weil da ist dann fest. Bei eBay irgendwann, das sieht man dann nicht mehr. Aber so habe ich das schon immer gemacht. Ich schreibe so Sachen gern auf. Ich habe früher auch Klamotten und so verkauft. Und ich sehe heute noch manchmal die Zettel und denke, oh, ja, ich kann mich an die Blusen noch erinnern. Und oh ja, habe ich nur 15 Euro dafür bekommen. Freue ich mich heute noch. Genau, und für das ist dieses kleine Mini-Junk-Journal, wo aussieht eigentlich wie ein Taschenbuch, gemacht. So, da haben wir es. Ein Taschenbuch Junk Journal. Keine Ahnung, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ich habe es jetzt gemacht und ich finde es richtig gut. Und das möchte ich euch jetzt hier im Anschluss jetzt noch zeigen, wie man sowas macht. Ich meine, wem erzähle ich das? Ihr könnt euch das wahrscheinlich denken, wie das geht, aber machen wir trotzdem. Ich habe nochmal eins gemacht. Zeige ich euch jetzt gerade. Bis da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.